Heute mache ich Mini-Kalter Hund in verschiedenen Ausführungen. Dafür gebe ich zuerst 200 Gramm Vollmilchkuvertüre in Stücke und 100 Gramm Zartbitter oder dunkle Kuvertüre in den Mixtopf. Beide werden jetzt zerkleinert. 10 Sekunden bei Stufe 6. Nun gebe ich noch 90 Gramm Palminenstücke dazu und lasse alles schmelzen. 3 Minuten lang bei 60 Grad und Stufe 2. Zum Schluss kommt noch eine Tüte Vanillezucker dazu, die dann noch untergerührt wird, 10 Sekunden lang bei 60 Grad und Stufe 2. In der Zwischenzeit habe ich schon kleine Silikonförmchen bereitgestellt und meine Butterkekse. Zuerst gebe ich von der Schokolade etwas in die Förmchen. Und schichte dann Mini-Butterkekse drauf. Eine andere Variante wären Butterkekse mit Erdnüssen. Da das ja nach oben scheint, die Erdnüsse natürlich andersrum. Oder Butterkekse mit Crunchy. Noch eine Möglichkeit wäre erst die Schokoladencreme. Dann die Butterkekse und noch ein Pfefferminz-Schokoladentäfelchen da drauf zu platzieren. Kriegt nachher einen schönen minzigen Geschmack. Dann kommt wieder Schokoladencreme und das ganze Spiel wird so lange fortgesetzt, bis zum Schluss nur noch das Ganze mit Schokolade abgedeckt wird. Dann muss es für eine Nacht oder mindestens für 6 Stunden in den Kühlschrank. Dann ein bisschen von den Formen lösen und dann hat man mini kalten Hund. Rezept in meinem Blog.